Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit einer Wochenlegung für euch und zwar die Legung für die Woche vom 14.10.2024. Ich hoffe, du hast deine Herausforderungen die letzte Woche gut meistern können, bist gestärkt und mit neuen Lebenserfahrungen und Auflösungen daraus hervorgegangen und jetzt wollen wir mal schauen, was uns diese Woche erwartet. Dafür habe ich folgende Decks verwendet, das Deck über die hermetischen Gesetze von mir selbst. Dann die Engel- und Ahnen-Orakelkarten von Kyle Gray. Das Orakel der Krafttiere von Colette Baron Reid. Und für unsere zusätzliche Impulskarte, die ich immer noch lege, das Tiere-Tarot von Doreen Virtue. Wir schauen, wie sind diese Energien diese Woche, was kommt auf uns zu, was ist diese Woche wichtig, was ist für dich diesbezüglich wichtig, was kannst du tun und wo kann es dich hinführen, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst. Dann schauen wir mal diese Woche. Die Freude ist wichtig, wie wunderbar. Die Freude, sie gehört zum Gesetz der Schwingung. Das heißt, wenn Freude dich als Schwingung erreicht, dann spürst du sie und kommst in Freude. Und genauso ist es, wenn du Freude als Schwingung herausgibst ins Feld. Und diese Lebensfreude ist ganz wichtig, auch hilfreich, schwierige Zeiten zu durchleben. Und diese Freude darfst du durch diese Woche durchtragen, unabhängig von dem, was dich sonst begleitet. Der Jäger, spüre deinen Ängsten und Sehnsüchten nach. Mit dieser Frage kannst du dich diese Woche beschäftigen. Was sind deine Ängste und was sind deine Sehnsüchte? Und inwiefern verhindern die Ängste, dass du deine Sehnsucht lebst? Und es geht diese Woche darum, in die Freude zu kommen, um diese Ängste zu überwinden und dann deine Sehnsucht auch leben zu können. Und der Koala sagt dazu, der Allgeist hat einen Plan. Es gibt dazu einen Plan. Verlasse dich darauf, vertraue darauf, gib dich in Freude hin. Und deine Sehnsucht wird ganz sicher mit diesem Plan zu tun haben, denn es gibt nichts, was dem Zufall überlassen ist. Im Allgeist. Darum geht es diese Woche. In der Freude zu vertrauen, dass es einen Plan gibt, die Ängste zu überwinden und die Sehnsüchte zu leben. Was kannst du tun? Tue alles, was dich in inneren Frieden bringt, was auch immer das für dich bedeutet. Der eine geht in die Ruhe, der andere, der geht in die Natur, der dritte liest ein gutes Buch, der vierte hört Musik. Was bringt dich in inneren Frieden? Um dann auch deine Ängste überwinden zu können. Es ist ein Bestandteil davon, dieser Frieden in dir. Und dieser Frieden in dir ist auch unabhängig davon, ob Frieden im Außen ist. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen. Das muss nicht parallel zueinander laufen. Du kannst in dir im Frieden ruhen, auch wenn um dich herum das Leben tobt. Und das ist zweifelsohne manchmal eine hohe Kunst, aber es ist sinnvoll, denn es dient niemandem, wenn auch in deinem Innersten Unfrieden herrscht. Der Schutzengel sagt dir, du bist nicht alleine. Du bist geführt, du bist nicht alleine. In diesem Weg, deine Ängste zu überwinden, um deine Sehnsüchte leben zu können und dich vertrauensvoll in Freude dem Plan hinzugeben, bist du nicht alleine. Ist das nicht ein wundervolles Gefühl? Und führt dieses Gefühl nicht auch schon zum Frieden hin? Und dann haben wir das Schweinchen, das sagt, benutze deinen Verstand mit Bedacht. Schweine sind ja ganz kluge Tiere und dieses Schweinchen, das weiß genau, dass man den Verstand in Ruhe, in Frieden, mit Bedacht anwenden kann und dann diese Ängste überwinden kann, um die es diese Woche geht, um die Sehnsüchte zu leben. Also nutze auch deinen Verstand. Geh zwar in das Gefühl, um in deinen inneren Frieden zu kommen, um auch an die Freude heranzukommen, emotional, aber nutze auch deinen Verstand. Zum Beispiel dazu, wie du Ängste auflösen kannst oder wie du in den Frieden kommen kannst. Was musst du tun dafür? Und wenn du das machst, wenn du in Freude dich dem Plan hingibst, wenn du deine Ängste bereit bist zu überwinden und deine Sehnsüchte zu leben, wenn du deinen Verstand einsetzt und gleichzeitig weißt, du bist geführt, du bist nicht alleine und dich darum kümmerst, in Frieden zu kommen, was passiert dann?
Dann gehst du in eine Beobachterposition. Das hat ganz viel mit Frieden zu tun. Das klingt so neutral, aber als Beobachter lässt du dich nicht so sehr vom Pendel des Lebens mitziehen und kannst in Frieden mit dir alles beobachten, ganz in Ruhe, ganz in der Stille. Und der Tierhüter sagt, vertrau deinen Instinkten. Dann wirst du instinktiv genau wissen, was du machen musst, wie du deinen Verstand einsetzen kannst, wie du deine Ängste überwinden kannst, wie du in Frieden kommen kannst und wie du deine Sehnsüchte oder welche Sehnsüchte auch du leben kannst. Und dann haben wir als letztes den Truthahn, der sagt, gib mit Großmut und Dankbarkeit. Teile diesen Frieden von dir, teile deine Freude, gib mit Großmut, geh ganz großzügig mit allem um, was du zu geben hast. Sei das etwas Inneres, Immaterielles oder sei es etwas Äußeres, was jemand gerade braucht. Und sei dankbar dafür, dass du so viel zu geben hast, dass du in der Lage dazu bist. Es ist eine ganz schöne Legung diese Woche und wir schauen mal, was wir da als zusätzlichen Impuls bekommen. Es ist die Landschildkröte, die Vier des Sommers. Sie sagt, ihre ganzen Pflichten können sie davon ablenken, all die Geschenke wahrzunehmen, die Gott ihnen darbietet. Seien sie offen dafür, den Gelegenheiten nachzugehen, die sich ihnen jetzt bieten. Also nutze deine Intuition genauso wie deinen Verstand da und sehe die Gelegenheiten, die sich dir in dieser Woche bieten, in Frieden zu kommen, deine Sehnsüchte leben zu können und auch in einer geschützten Position, geführt und geleitet von den Engeln, großmütig und dankbar, einfach intuitiv in der Beobachterrolle die Geschenke dieser Woche annehmen zu können und sie dann auch teilen zu können. Ja, eine ganz schöne Legung. Die gibt ja Mut für die nächste Woche. Da kommt was Schönes auf uns zu. Ich hoffe, dir hat die Legung gefallen. Freue mich über ein Like oder über einen Kommentar. Und ich wünsche dir eine friedvolle und freudvolle Woche.